Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen bei uns im Gartengemüsekiosk. Ihr seht schon, ich habe Besuch, der Marc ist hier. Hallo. Und der Marc war schon mal da. Wir haben zusammen mal ganz professionell Bokashi hergestellt und ganz viele Praxistipps gegeben. Falls ihr das Video noch nicht gesehen habt, hier oben verlinkt, schaut es euch gerne mal an. Und auch heute soll es wieder um die effektiven Mikroorganismen gehen. Wenn euch das Thema grundsätzlich interessiert, dann abonniert gerne, falls noch nicht geschehen, kostenlos unseren Kanal. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn euch das interessiert. Wir haben schon Pläne geschmiedet. Wir wollen auch noch mal das ein oder andere Video speziell zum Thema effektive Mikroorganismen zusammen abdrehen. Heute geht es konkret um das Thema Kompost versus Bokashi. Da kommen wir gleich noch im Detail zu. Marc, magst du unserer Community dich mal vorstellen, wer du bist, was du so machst? Mach ich. Also ich bin Marc. Ich arbeite lebe bei der Firma Emico, kann man schon fast sagen. Ich komme aus der Landwirtschaft und bin in der Firma für den Bereich Produktion, Produktentwicklung zuständig, quasi der Emico-Druide. Du hast Mikrobiologie studiert, soweit ich das verstanden habe, und du hast auch ein großes Herz für Boden an sich. Du hast bei uns schon gebuddelt und umgegraben und geguckt, wie es hier aussieht, ja. Und willst es ganz genau wissen. Genau. Also Boden ist mein Herz und mein Interessengebiet und da will ich mich gut auskennen und ich glaube, mittlerweile kenne ich mich auch ganz gut auf dem Gebiet aus. Man merkt schon, dass es bei dir eine Passion ist. Das ist schön. Die effektiven Mikroorganismen machen ja unheimlich viele tolle Sachen und sie sind ja nicht nur im Garten nützlich. Also ob das jetzt bei den Tieren, Pferde, Hund, Katze und Co., bei den Teichen oder im Haushalt ist, gibt verschiedene Anwendungsbereiche. Ganz spannend fand ich, ich habe letztens eine E-Mail bekommen von einer Zuschauerin. Wir haben gesagt, wenn ihr betroffen seid von der Flutkatastrophe und möchtet vielleicht den Garten oder könnt den Garten nochmal anpacken, wir helfen da gerne mit Saatgut weiter. Und da haben sich auch ein paar gemeldet, eine unter anderem. Und die schrieb auch, dass bei ihr in der Gegend es eine Abholstation für effektive Mikroorganismen gibt. Ich nehme an, da wart ihr am Start, oder? Genau. Also es gibt mittlerweile viele Standorte, wo effektive Mikroorganismen abgeholt worden sind. Wir sind verteilt über die Krisengebiete, wo man sich EM abzapfen kann. Und in diesem Falle fungiert EM als Vorbeugemaßnahme für Schimmelbildung. Mhm. Und für die Geruchsbeseitigung. Also es kann in vielen Gebieten eingesetzt werden, wo ein Milieu oder ein mikrobiologischer Prozess aus dem Gleichgewicht gebracht worden ist. Also sprich, wenn das Wasser jetzt wieder weg ist, dann können Sie Ihre Häuser damit behandeln, um eben Schimmel gar nicht erst aufkommen zu lassen und da wieder ein gesundes Klima herzustellen? Genau. Die Mikroorganismen dringen ins Mauerwerk ein. Und wenn dieses Mauerwerk eben feucht ist und da sind organische Reste von Kleister, Tapetenresten mit drin, bildet sich schnell Schimmel. Mhm. Und diese Organismen gehen an diese organischen Verbindungen, verstoffwechseln das, bevor der Schimmel darauf wachsen kann und eben diese Nahrung verwenden kann. Ah. Und wurde das gut angenommen von den Betroffenen? Sehr gut, sehr, sehr gut. Wir sind auch weiterhin tätig mit Hilfsorganisationen und versuchen, möglichst viel EM in die Krisengebiete zu bringen. Toll. Kommen wir zum Thema dieses Videos, Kompost versus Bokashi oder Bokashi versus Kompost. Und da ich jetzt die Chance habe, einen Mikrobiologen hier zu interviewen und mal genau nachzufragen, dann möchte ich das auch nutzen. Und Kompost ist ja etwas, was eigentlich in jedem Garten da ist und wo man seine Reste sammelt, wo hinterher wieder neue Erde entsteht, wo ich nährstoffreiches Material wieder in meinen Garten bringen kann. Aber was genau passiert denn eigentlich beim Kompost? Oder worauf muss ich achten, um einen guten Kompost zu machen? Kannst du mir das erklären? Kann ich. Also der Kompost an sich ist erstmal eine gute Sache, wenn man die Nährstoffbilanz betrachtet. Den Abfall, den man im Garten hat, an organischer Masse, an Pflanzenschnitten, Strauchschnitten, den auch im Ökosystem Garten zu behalten und wieder als Dünger zu verwenden. Beim Prozess des Kompostierens kommt es auf verschiedene Schritte an oder es werden verschiedene Schritte vollzogen. Zum einen ist ein wichtiger Teil das Nährstoffverhältnis. Mhm. Es ist sehr wichtig, den Kompost gut zu mischen. Also ich habe gelernt, immer Festes mit Lockerem zu kombinieren zum genau. Beispiel, dass es auch nicht ganz so große Teile sind, sondern dass es klein geschnitten ist möglichst. Ja, genau. Die Grundlage davon ist erstmal die Durchmischung, kleinere Bestandteile können leichter zersetzt werden. Und dann gibt es dann noch so Sachen wie das Kohlenstoff-Stickstoff-Verhältnis. Das ist ganz wichtig. Stickstoff wird benötigt für den Zellwandaufbau der beteiligten Mikroorganismen.
Und der Kohlenstoff soll ja letztendlich abgebaut werden. Zellulose, Lignin, Kohlenhydrate, das soll ja alles verstoffwechselt werden, um am Ende wieder in kleiner, verstoffwechselter Form zur Verfügung zu stehen. Also ich höre schon, der Kompost besteht aus verschiedenen Prozessschritten, also bei der Herstellung. Was genau passiert da? Also zu Beginn hat man die frische organische Masse, Pflanzenreste, die im Kompost gestapelt, verteilt sind. Und dann fangen sogenannte mesophile Mikroorganismen an. Mesophile, du kennst ja alle beim Namen, ne? Nicht alle, man kennt noch gar nicht alle. Aber viele beim Namen, natürlich. Aber es kommt auch da immer auf die Gemeinschaft an. Mhm. Und diese mesophilen Keime, wie der Name sagt, arbeiten in einem Temperaturfenster von ungefähr 10 bis 40, 45 Grad. Aha. Also die haben einen Temperaturwohlfühlbereich. Da fangen die dann an, in diesem Material im Kompost gut verfügbare Nahrung zu verstoffwechseln. Das sind Kohlenhydrate, Zucker, einfache Verbindungen. Mhm. Und bei diesem Prozess wird Sauerstoff benötigt und es entsteht sehr viel Energie. Es ist mikrobiologisch ein sehr effektiver Vorgang, der geht sehr schnell und es entsteht viel Abwärme, viel Energie. Deswegen wird der Kompost warm? Genau. Okay. Die Temperatur steigt, je nach Umgebungstemperatur, 20 Grad, 30, 40, 45 Grad. Aber manchmal ist es auch so richtig heiß. Ja, genau. Und das ist ein Bereich, wo diese mesophilen Keime zurückgedrängt werden. Und es kommen artenhoch thermophile Keime, die temperaturliebend sind. Mhm. Das geht dann hoch bis 50, 60, 70 Grad. Irgendwann kommen hyperthermophile Keime. Also man hat Artverschiebungen, es sind dann immer andere Arten. Die ganze Biologie des Kompostes stellt sich um. Mhm. In diesem heißen Prozess werden Lignine verstoffwechselt und darüber hinaus kann es auch zu chemischen Prozessen kommen, dass der Kompost noch heißer wird. Findet man im Garten jetzt eher weniger, weil die Kompostmieten einfach kleiner sind. Man hat keine Umsetzung wie im Kompostwerk, wo dann immer umgemischt und belüftet wird. Na, wann kommen die Würmer? Ist es den Würmern nicht irgendwann zu heiß? Es gibt ja Regenwurm, Kompostwurm und so. Genau, die kommen in den späteren Phasen, verstoffwechseln noch mehr diese schweren Verbindungen, Lignin. Mhm. Der Kompost kühlt wieder ab. Und immer mehr Würmer, Fadenwürmer, Kleinstlebewesen kommen dann zum Einsatz und verstoffwechseln noch weiter. Und letztendlich setzt auch eine Mineralisation ein, wo die ganze oder ein Teil der abgebauten Organik in chemische Kleinstnährstoffe umgebaut wird. Mhm, klingt doch ganz gut. Klingt erstmal ganz gut. Es gibt leider auch ein paar Probleme. Mhm. Im Kontext des Begriffes Kompost spricht man oft von einer Humusbildung. Ja, das heißt es ja immer. Wir wollen viel Humus im Garten haben, gesunde Erde, dass sie schön dunkel ist, Nährstoffe hat, genau, und gesund ist. Genau, einen krümeligen Boden. Ja. Das Problem ist mit dem Kompost erstmal die falsche Mikrobiologie. Durch diesen ganzen mikrobiellen Prozess und diese Temperaturverschiebungen hat man kein bodennahes Milieu mehr in diesem Gut. So, und das bringt man dann letztendlich in den Boden mit vorgebauten Humusvorstufen, sogenannten Huminstoffen. Okay. Das Problem daran ist erstmal, wie angesprochen, die falsche Mikrobiologie. Und diese Stoffe sind vorgefertigt im Kompost, müssten aber eigentlich in einer Bodenrotte produziert werden, dass sie lebend in den Boden-Humus-Komplex eingearbeitet werden können. Ganz kurz. Das heißt, eigentlich anstatt einen Kompost auf einem Komposthaufen zu machen, wäre es sinnvoller, den Kompost auf einem brachliegenden Beet umzusetzen, theoretisch? Genau. Es gibt sogenannte Flächenrotten. Das sind Flächenkompostierungen, auch auf Ackerböden. Aha. Da bringt man frische organische Masse mit dem Einsatz von effektiven Mikroorganismen in die Ackerkrume ein. Mhm. Weil da viel Sauerstoff im Spiel ist und wir das Ganze nicht verlieren wollen an Emissionen wie im Kompost, also Methanausgasung, Lachgasausgasung und so weiter. Wir wollen die Nährstoffe ja binden im Boden. Ja. Setzt man effektive Mikroorganismen ein, um diese Nährstoffe zu binden und dem Boden vollumfänglich zur Verfügung zu stellen. Und erst dann kann der Boden anfangen, diese Stoffe einzubauen, zu verknüpfen und den Boden somit aufzubauen.
Und das ist nicht so einfach möglich, wenn ich den fertigen Kompost jetzt mit in meine Beete einarbeite? Genau. Also es, vielleicht als einfacher Vergleich, man kann sich auch beim Zähneputzen keinen fertigen Zahnschmelz auf die Zähne aufputzen. Der muss gebildet werden vom Zahn selber. Mhm. Und im Boden muss dieser Humus oder letztendlich ein Ton-Humus-Komplex, ganze lebende, zusammenhängende Humusstrukturen müssen selber gebildet werden. Da braucht man die richtige Mikrobiologie und die richtigen Ausgangsstoffe für. Also ich höre schon, grundsätzlich ist das Thema Humus super wichtig und wird oft falsch verstanden. Kann man das so sagen? Ja, das kann man sagen. Es ist leider ein sehr komplexes Thema. Wie kann ich mir das vorstellen? Genau, dafür müssten wir eigentlich ein bisschen ganz knapp auf den Humus eingehen, um zu verstehen, was ist das eigentlich. Einmal gibt es ja den oft falsch verstandenen Begriff Humus. Mhm. Wenn man jetzt im Duden nachschlagen würde, was ist Humus, dann würden da allgemeine Formulierungen drinstehen. Das ist eine homogene, verstoffwechselte Masse, dunkle Erde. Aber das ist nicht ausreichend, um den lebenden Humus im Boden zu beschreiben. Mhm. Man muss verstehen, dass ein Humus wie ein lebender Organismus ist, mhm. der gebildet wird, der lebt, der jahreszeitlichen, sogar stündlichen Tag-Nacht-Wechseln unterliegt mit verschiedenen Stoffwechselvorgängen und Nährstoffverfügbarkeiten. Das ist ein ganz komplexes Thema. Also eigentlich ein Lebewesen oder ein Lebensraum, könnte man schon sagen. Genau, es ist ein Lebensraum, der unheimlich viele Arten und Mikroorganismen auch enthält. Man kann sagen, dass auf 0,3 Kubikmeter Mutterboden, also 1 mal 1 Meter und 30 Zentimeter tief, so der übliche Mutterboden, leben 2,5 Billionen verschiedene Mikroorganismen. Okay. 1 Million Fadenwürmer. In einem gesunden Boden. In einem gesunden Boden. Viele verschiedene Kleinstlebewesen, 80 oder mehr Regenwürmer, da ist viel los. Das ist Wahnsinn. Ich glaube, das ist insgesamt ein super, super wichtiges Thema, nicht nur für uns Gärtner, sondern allgemein für uns Menschen. Wenn wir ja sonst immer sagen, der Darm ist so die Gesundheit des Menschen, also wenn das Darmsystem in Ordnung ist bei einem Menschen, dann ist er ansonsten auch weitestgehend ziemlich gesund. Kann man das übertragen, dass man sagt, wenn die Erde, der Boden, der Humus intakt und gesund ist, dann ist es auch gesund für unsere Erde? Genau. Also die Pflanzen wachsen im Boden und das Verdauungssystem einer Pflanze ist der Boden. Mhm. Es ist nicht der Wurzelapparat, es ist der Boden. Die Pflanze lebt mit dem Boden und der Boden lebt auch mit der Pflanze. Ein Boden ist immer besser, wenn er bewachsen ist. Dann hat er die Chance, gesund zu sein. Und die Pflanze entwickelt Gesundheit, wenn sie in einem gesunden Boden lebt. Was machen wir in der Landwirtschaft? Im Endeffekt, wir nutzen den Boden, wir pflanzen verschiedene Kulturen an, wir ernten sie ab, tragen sie weg. Ja, es gibt verschiedene Theorien, Mineralstofftheorien, die besagen, dass eine Pflanze allein von anorganischen Nährstoffen, also Dünger, leben kann. Also die Pflanze an sich braucht eigentlich keine Erde, sondern könnte auch mit einer Flüssiglösung ganz gut zurechtkommen. Genau, in der Hydrokultur oder Ähnlichem, das klappt auch. Die Frage ist nur, was kommt dabei raus? Und man kann das halt nicht auf den Boden übertragen. Unsere Kulturpflanzen wachsen im Boden. Mhm. Und deswegen muss das Prinzip Boden angewandt werden und nicht das Prinzip Hydrokultur. Und in jedem Wachstumsvorgang, in jeder Kulturfolge im Garten oder auch in der Landwirtschaft ist begleitet mit einem Humusabbau. Und erklär mal. Also die Pflanzen wachsen, binden Kohlenstoff aus der Atmosphäre, nehmen Verbindungen aus dem Boden auf, werden abtransportiert. Geerntet, genau. Man muss es jetzt an dieser Stelle schaffen, dem Boden das zurückzugeben, was man ihm genommen hat. Ja, pass auf, ich kenne das. Dann fährt der Traktor rüber und dann sprüht er die ganze Gülle und dann hat er doch wieder Nährstoffe, oder nicht? Nährstoffe ja, aber keine Nährstoffe für den Boden. Der Boden braucht immer für den Humusaufbau frische Organik, die ich zur Verfügung stellen muss, damit eben dieser Stoffwechselvorgang, dieser Humusaufbau stattfinden kann. Also wäre da wahrscheinlich eine Lösung, diese eben angesprochene Flächenkompostierung vielleicht anzuwenden, um den Boden dann wieder zu füttern, zu regenerieren? Genau. So? Also die beste Lösung wäre wahrscheinlich, 2000 Jahre lang einen artenreichen Mischwald anzupflanzen, weil das ist ein System, wo sehr viel Humus aufgebaut wird.
wo die ganze Biomasse im Kreislauf immer wieder verstoffwechselt wird. Das sind sehr, sehr gute Böden. Mhm. Diese Zeit haben wir in der heutigen Kulturlandschaft natürlich nicht mehr. Ja. Deswegen wurden sehr intelligente Verfahren entwickelt, ja, mit effektiven Mikroorganismen, um diesen Vorgang schneller zu vollziehen. Mhm. Das heißt, wir machen mit frischer organischer Substanz eine Flächenrotte, sprühen effektive Mikroorganismen auf, die binden alles, damit es nicht in die Atmosphäre geht. Und so kann es über diesen Rotteprozess mit allen Pflanzensäften, Zuckern, Aminosäuren direkt dem Boden zur Verfügung gestellt werden. Das würde aber abgedeckt, damit kein Sauerstoff da dran kommt. Das muss nicht abgedeckt werden, das wird ganz flach, 3 bis 5 Zentimeter eingearbeitet, mit Erde bedeckt, sodass es direkt in den Boden gehen kann. Okay, die Flächenkompostierung. Was sagst du, ist jetzt an Prinzip Kompost, was ja jeder Gärtner eigentlich so zu Hause hat, bedenkenswert? Genau. Also wie angesprochen, die falsche Mikrobiologie, die passt nicht auf den Boden. Könnte ich da was ändern im System Kompost, damit es vielleicht doch wieder ganz gut ist? Oder geht das vom Prinzip grundsätzlich her nicht? Ein Kompost, einen möglichst hygienisierten, lange abgelagerten Kompost, der ist auf jeden Fall besser als ein frischer Kompost. Mhm. Ein Kompost, der schon angefangen hat zu vererden. Nichtsdestotrotz habe ich Nachteile mit diesen vorgefertigten Huminstoffen, die nicht lebend im Boden verbaut wurden. Mhm. Und da gibt es halt dann das System, und darum dreht sich ja auch das ganze Video, des Bokaschierens. Damit haben wir die Möglichkeit, viel organische Masse, die nun mal im Garten oder auch in der Landwirtschaft anfällt, zu sammeln und zu konservieren, wie wir auch Sauerkraut, also Weißkohl, konservieren können. Ich wollte gerade sagen, wir haben ja gelernt, beim Bokaschieren wird fermentiert, also es entstehen wieder neue Mikroorganismen, ist das richtig? Genau, richtig. Also es entwickeln sich Milchsäurebakterien unter anderem, die verstoffwechseln unter anaeroben Bedingungen. Also ohne Sauerstoff? Ohne Sauerstoff, verstoffwechseln Zucker, Kohlenhydrate und bilden Milchsäure, ganz vereinfacht gesagt. Und, das Produkt säuert immer weiter an und wird somit haltbar durch die Säure. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, das lange zu lagern und in den richtigen Jahreszeitpunkten dem Beet zur Verfügung zu stellen. Milchsäure und Milchsäurebakterien sind gut für den Boden. Und so kann eben diese Masse direkt in den Boden aufgenommen werden und umgebaut werden zu Humusverbindungen. Das heißt, wenn ich dem Boden fertigen Bokashi zuführe, dann ist es, kann man das sagen, wie so eine Art Futter, was ich dem Boden zuführe, was er selber aufnehmen kann, umsetzen kann und was beim Humusaufbau, bei der Lebendigkeit den Boden unterstützt? Ganz genau. Also das ist auch genau der Grund, warum Bokashi fast so aussieht wie vorher, weil wir ja dem Boden frische Vorstufen zur Verfügung stellen müssen und nicht das fertig verstoffwechselte Kompostmaterial. Also er muss quasi selber verstoffwechseln. Und er muss selber arbeiten und das ist ganz wichtig. Und durch das Bokaschieren bereiten wir es nur vor, machen es zugänglicher. Ja, richtig. So Marc, Hand aufs Herz. Wir Gärtner, du gehörst ja auch dazu, wir haben ja alle seit Ewigkeiten einen Kompost im Garten. Der Opa hatte den schon stehen. Das kann ja jetzt nicht wirklich so falsch sein. Wir benutzen es ja auch im Garten. Und es funktioniert ja auch. Also kannst du mir jetzt nicht erzählen, dass Kompost totaler Quatsch ist. Also natürlich, die organische Masse, die aus dem Kompost kommt, lockert erstmal den Boden auf. Mhm. Es sind Nährstoffe drin, die Pflanzen wachsen besser. Aber dieser Aufbau von Humus findet nicht in dem Maße statt, wie das mit Bokashi der Fall ist. Das heißt, über den Bokashi, wenn ich Bokashi im Garten verwende, kann ich eigentlich neue Erkenntnisse mit in meinen Garten einfließen lassen, das Ganze optimieren, den Humusaufbau schneller vorantreiben. Genau. Indem ich einfach jetzt vielleicht zusätzlich oder auch umsteigenderweise Bokashi herstelle. Ja, und das heißt nicht, schneller heißt nicht 2, 3, 4, 5 Jahre. Man sieht das in einer Wachstumsperiode sofort dem Boden an. Wenn man einmal umgräbt, wenn man sich Vergleichsflächen anlegt, vergleicht Bokashi mit Kompost, dann sieht man, wie sich im Boden Knöllchen bilden, um die Wurzeln. Nur das Ganze krümeliger wird, die Bruchkanten der Erde sind nicht mehr so scharf. Der Boden arbeitet, der Geruch verändert sich. Man merkt es schnell.
Marc, wenn ich das so höre, und wir wissen ja alle, wie wichtig der Boden ist, beziehungsweise wir ahnen, dass es ein größeres Feld ist, als wir uns das vielleicht jetzt vorstellen. Ich könnte mir gut vorstellen, dass wir dich einpacken, mit dir mal die diversen Gartenbeete und Bodenböden anschauen, vielleicht auch mal auf dem Acker vorbeischauen, vielleicht auch mal im Wald vorbeischauen. Ich glaube, da wärst du der Richtige für. Hättest du da auch Lust zu? Ja, sehr viel. Dann lass uns das mal auf die To-Do-Liste oder To-Dreh-Liste setzen. Das fände ich ganz schön. Was denkt ihr darüber? Schreibt uns das gerne in die Kommentare unter dieses Video. Also ich hätte auf jeden Fall Lust zu und mich interessiert, das Thema auch brennt. Ja. Daher, ganz konkret, was passiert denn jetzt dann beim Bokashieren, also bei dieser Fermentation? Beim Kompost hast du es uns jetzt gut dargelegt. Was genau passiert beim Bokashi? Also diese Masse, die da drin ist, wird erstmal nicht so groß angefasst wie im Kompost. Es werden einfach diese schnell verdaulichen Kohlenhydrate und Zucker verstoffwechselt. Es wird durch diese Milchsäurebakterien Säure gebildet und die Säure stabilisiert die ganze Bokashi-Masse und hält sie in einem Zustand, wo der Boden etwas damit anfangen kann. Deswegen fault es nicht, ja. Könnte man das so sagen. Nächste Frage, wenn ich jetzt Sauerkraut mache, dann habe ich jetzt nicht zwangsweise EMs dabei. Würde das Bokashieren jetzt auch ohne die effektiven Mikroorganismen funktionieren? Nur sehr, sehr schlecht. In den meisten Fällen gar nicht. Man kann das etwas vergleichen mit der Landwirtschaft schon wieder. Da füttert man ja auch fermentierte Stoffe seit ewigen Zeiten, also Silage. Mhm. Silage heißt fermentiertes Gras oder fermentiertes genau. Heu. Man mäht Gras, lässt das anwelken zu dem perfekten Trockenmassegehalt, fährt das in Fahrsilos oder packt das in Rundballen unter hohem Druck. Das ist ganz wichtig, dass diese Fermentation gut ablaufen kann. Lass mich raten, damit der Sauerstoff wieder rausgeht. Ganz genau, ja. Und, oder in einem Fahrsilo und deckt das dann mit Folien ab, damit das Futter, was rauskommt, gut verwertbar für die Tiere ist. Mhm. Wenn es aber jetzt schon mal mehr regnet, die Schnitte sind später, also man mäht das Gras ja mehrmals im Jahr, also 1, 2, 3, 4 Mal. Und das Erntegut wird schlechter, man hat Nährstoffverschiebungen im Gras, zu viel, zu wenig Eiweiß, zu viel, zu wenig Strukturen. Dann gerät dieser Fermentationsprozess schon aus den Fugen. Und da werden auch in der Landwirtschaft Siliermittel, effektive Mikroorganismen unter anderem eingesetzt, um dieses gut zu stabilisieren. Damit es nicht umkippt und dann fault in so einem Ball. Ja, genau. Das ist ja eine ziemlich homogene Masse. Mhm. Jetzt kann man sich vorstellen, wie das mit Bokashi-Resten, Küchenabfällen klappen soll, wenn da alles durcheinander ist und ganz verschiedene Nährstoffverhältnisse. Das kriegt man halt ohne die Kraft der effektiven Mikroorganismen nicht hin, diese Stoffe so zu binden und wirklich einen guten Fermentationsvorgang einzuleiten. Vor allem, wenn die Umstände und die Sauerstofffreiheit nicht ideal sind. Letztendlich muss man es deswegen auch auf der Flächenrotte einsetzen, wo die Umstände noch widriger sind. Also je schwieriger die Umstände, desto wichtiger der Einsatz, die Arbeit der effektiven Mikroorganismen. Genau. Okay. Bokashiert haben wir ja zusammen und wir haben auch die verschiedenen Varianten und Möglichkeiten gezeigt. Und was ich ganz spannend finde, gerade wenn ich Gärtner, Garten interessiert bin, es gibt ja diese verschiedensten Bokashi-Eimer, die wir auch gezeigt haben. Einmal die Variante, wo wir dann Holzkohle und Urgesteinsmehl und sowieso die effektiven Mikroorganismen eingearbeitet haben. Oder dann auch die schickere Variante, wo wir dann Bokashi an sich nur benutzt haben, wo dann die EMs auch drin sind, wo wir das hier eingearbeitet haben. Ich muss es einfach nochmal aufmachen und riechen, selbst wenn es schon eine Weile steht. Ihr könnt euch das nicht vorstellen. Willst du auch nochmal? Das riecht so gut. Ich finde diesen fruchtigen Geruch einfach toll. Also wenn ich sauber haben möchte in der Küche, ist auch das durchaus möglich. Aber wir haben auch viele Leute dabei, die gerne selber basteln, werkeln und zusammenbauen. Wir haben es früher auch mal versucht, nicht ganz so gut hinbekommen, was ja nicht heißt, dass es nicht funktioniert. Brauche ich denn grundsätzlich immer diese hochwertigen, teuren Bokashi-Eimer oder könnte ich es theoretisch auch anders machen? Also es gibt ganz, ganz viele kreative Lösungen. Wir werden teilweise selber überrascht, was da alles erfunden wird. Es fängt an im großen Maßstab in der Landwirtschaft, umfunktionierte Silos, umfunktionierte Mistplatten, wo dann auf einmal bokashiert wird. Ich sehe schon, dein Herz geht auf und die Augen fangen an zu leuchten. Genau, ja, genau.
bis in den kleinsten Maßstab mit Tontöpfen im Garten, die umgedreht werden, mit Kontakt zum Boden. Moment, wenn ich das höre, umgedrehter Tontopf, wahrscheinlich mit Sauerstoff rausgeschlossen, aber direkt Kontakt auf den Boden. Das klingt für mich jetzt so, als könnte ich meine Variante Kompost relativ einfach schnell umbauen zu einer Variante Bokashi. Genau. Oh, das ist spannend. Also man kann es, da sind wir auch, also vielleicht noch ein bisschen in der Pflicht, da etwas zu entwickeln, was praxistauglich für den Garten ist. Aber es kommt so viel von außen mit praktischen Lösungen. Und eine Variante ist eben dieser Tontopf, wo das ganze Material, der wird einfach aufgestellt. Das Loch wird verschlossen mit einem Korken oder Ähnlichem. Dann wird das Material reingepresst, genauso wie wir es schon gemacht haben. Ja. Dann wird dieser Topf umgedreht mit Kontakt zum Boden. Die Fermentation läuft ungestört im oberen Bereich ab. Aha. Und dann beginnt der Umwandlungsprozess mit den Bodenlebewesen. Also die Vererdung im Endeffekt. Die Vererdung. Aber auch hier mit effektiven Mikroorganismen vermischt. Genau. Bei der Herstellung. Super und so, spannend. So kann auch über einen Winter oder über eine lange Zeit diese Vererdung und dieser Vorgang halt im Garten ablaufen. Spannend. Ich glaube, ich finde es total toll, dieses Thema und was du auch gerade sagst, wie viele kreative Lösungen da geschaffen werden oder auch Lösungen geschaffen werden, wenn man sagt, ich habe weder Nerv noch Zeit, mich damit auseinanderzusetzen, um das trotzdem den Benefit, den Mehrwert dann in meinen Garten zu holen. Ja, es gibt ein paar Dinge, die man beachten muss, wenn man dann dieses fermentierte Gut in den Boden bringt. Das wäre jetzt das Nächste, was ich fragen wollte oder mit dir ansprechen wollte. Wir haben ja bei uns oder letztens auch im Video gezeigt, dass man das fertige Fermentationsgut in die Erde einbringen kann als Depotspeicher. Wobei, was ist dabei wichtig und welche Varianten gibt es noch? Genau, also wichtig ist, nicht direkt an Pflanzen bringen. Warum? Weil erstmal, es ist unfassbar viel Energie gespeichert. Es ist nichts ausgegast, verdampft. Es ist alles noch drin. Weil es auch nicht warm geworden ist, kann ich mir das vorstellen. Genau, und weil es ein luftdichter Abschluss ist. Mhm. Also man hat eine sehr, sehr hohe Düngewirkung. Und durch die Milchsäuregärung ist das ganze Ausgangsmaterial natürlich sauer. Ja. Aber es sind die gleichen Verbindungen drin, die vorher auch drin waren. Im Boden werden diese Säuren abgebaut und in Huminstoffe umgewandelt. Wenn er vererdet. Wenn er vererdet. Also man säuert den Boden nicht an. Das Einzige, was man machen muss, ist erstmal die Pflanzen vor dieser Menge an Energie und vor der Säure schützen. Und das macht man, wie du das schon angesprochen hast, mit den Depots oder einer feinsten Verteilung im Boden. Also, dass die Wurzeln nicht direkt an den sauren Bokashi rankommen können. Genau. Okay, das heißt, wenn ich den Bokashi mit Erde mische, muss ich erstmal eine Zeit lang warten, bis der Vererdungsprozess vonstatten gegangen ist? Ja, da reicht aber 1 bis 2 Wochen. Okay, also man hat wirklich große Depots, die erstmal vererdet werden müssen, die wir ja schon in dem Kartoffeltopf unten eingebracht haben. Ja. Bis die Pflanze einmal runtergewachsen ist, hat es Zeit zu vererden. Okay, so machen wir das bei unseren Tomatenkübeln beispielsweise auch so. Was ich auch ganz spannend finde, ist, wenn ich jetzt über den Winter viel Bokashi ansammle und die Eimer immer wieder leeren will oder muss und ich habe kein Beet oder keine Erde, dann kann ich mir auch zum Beispiel ein großes Gefäß nehmen und es da lagern, auch mit Erde vermischt oder auch ohne Erde vermischt lagern. Ja. Worauf muss ich da achten? Sauerstoffabschluss. Immer schön dicht halten, dann ist es lagerfähig und ist ein Jahr später noch genauso bodenverfügbar wie 4 Wochen später. Die Frage kam auch öfters von der Community, bin ich total happy. Jetzt wissen wir es ganz genau, wie wir auf eine sichere Art und Weise im Winter unseren Bokashi ja haltbar machen können eigentlich. Ne? Ja. Ja. Es ist auch nicht schlimm, wenn mal Frost drankommt, es friert mal ein, dann geht es irgendwann weiter. Selbst wenn ich jetzt im Garten mir statt einem Kompost oder zusätzlich eine Bokashi ein Bokashi-System einbauen würde, auch da brauche ich keine Angst haben, wenn es mal friert. Kein Problem. Da tun sich ganz neue Welten auf, oder? Das Einzige, was passiert, der Vorgang wird verlängert über den Winter. Ja, okay. Das heißt, wenn ich nicht genug Wärme habe bei der Fermentation, wie beim Sauerkraut machen auch, dann dauert es einfach länger. Ja, da braucht man Zeit. Aber wann hat Stress im Garten mal gut getan? Dann klappt es eigentlich nicht. Dann sagst du was. Als wir unseren Garten hier angefangen haben, war der Boden
semi-optimal, sage ich jetzt mal. Und mein Gärtner ist ja auch immer jemand, der es ganz genau wissen möchte. Der hat gegoogelt und das heißt, wir haben damals schon angefangen, vor, ich glaube, 8 Jahren, 9 Jahren ungefähr zu bokashieren, sind mit den Jahren immer ja, wissender, professioneller geworden, haben unsere Erfahrungen gesammelt. Aber dass das Bokashieren im großen Stil so einen großen Stellenwert haben kann oder auch für fürs ganze System so wichtig ist, das wird mir jetzt eigentlich erst so deutlich. Und ich hoffe sehr, dass es euch auch ein bisschen mitreißt und motiviert, auch da nochmal in die Tiefe zu gehen zu dem Thema und vielleicht mit in die Richtung zu gehen, denn es ist ja für den Boden, für uns, für alle eigentlich nur ein Benefit. Aber ja. Wenn ich jetzt einen Kompost habe und ich sage, okay, Bokashi interessiert mich, möchte ich in Zukunft mal hin, aber ich habe trotzdem mein Kompostsystem, was ja auch wertvoll ist, gibt es denn eine Möglichkeit, mit den effektiven Mikroorganismen den Kompost vielleicht auch zu optimieren oder zu verbessern? Du als Profi, erzähl mal. Ja, gibt es. Also auch im Kompost, da hat man große Massen aufeinander, der ist im mittleren Bereich auch sauerstofffrei, nicht belüften, effektive Mikroorganismen sprühen. Während Boden, beim Befüllen schon beim immer Befüllen wieder? Immer wieder sprühen, Bodenaktivator einsprühen. Mhm. Und dann konserviert sich im Inneren eine gute Mikrobiologie. Also es gibt schon auch Möglichkeiten, auf diese Art und Weise einen Kompost zu optimieren. Genau. Man kann das auch schnell feststellen, wenn man mal die Hand reinhält, der Kompost wird nicht mehr so warm wie früher, auf gar keinen Fall heiß. Und da sieht man schon, dass noch die richtigen Arten dann am Werke sind. Also man hat dann schon weniger Verbrennung und mehr Konservierung der organischen Stoffe im Kompost. Es ist schön. Es gibt mehrere Wege nach oben. Und das Bokashieren als Thema an sich. Ja, ich find's toll. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen motiviert, auch inspiriert. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt sie gerne in die Kommentare unter das Video. Ich gehe davon aus, dass wir noch öfters mal Videos zu dem Thema machen werden. Und wenn es Fragen gibt, die wir noch nicht beantworten konnten, dann können wir die vielleicht in den Zukunftsvideos mit aufgreifen. Da würde ich mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Lieber Marc, ich bedanke mich bei dir für dein Wissen, für deine Zeit. Es macht auch immer wieder Spaß. Und mir das, auch. Das Thema, finde ich, ist auch sehr wichtig, umso besser, dass es dir auch Spaß macht. Also, ich freue mich, wenn ihr uns einen Daumen nach oben da lasst, wenn ihr euch fürs Thema interessiert und freue mich auf das nächste Video. Also viel Spaß bei euch im Garten, viel Spaß beim Bokashieren. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.